Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal etwas anderes. Ich möchte euch heute mal so eine Website vorstellen, in der, ja, eher Forum. Das Ganze nennt sich Spieletausch.com, ihr seht es. Und das Ganze ist ein etwas anderes Forum. Ihr seht hier, ich schreibe da recht gut Beiträge. Man hat da so einen E-Dollar-Shop. Was sind E-Dollar? E-Dollar erhält man, wenn man zum Beispiel Beiträge schreibt, Themengründe oder ja, Themen eröffnet, sich im Forum engagiert. Dann gibt es ja hier Jobs für dich. Da kann man sich auch E-Dollars verdienen. Zum Beispiel klicken auf Werbung, 15 Dollar, News und ja. Genau. Das Ganze, oder mit den E-Dollars, kann man Folgendes machen. Ja, E-Dollar-Shop, mein Internet ist richtig krass. Richtig krass. Admin hat dir 15 Dollar überwiesen. Nett, danke. Wo ist mein E-Dollar-Shop? Ah! Sorry, Geschenkshop. Ich bin dumm. Ihr seht hier, hier gibt es Spiele. FIFA 14, Saints Row 4, Call of Duty Black Ops 2, Payday 2, SimCity, Arma 3, Grand Theft Auto 4, Battlefield 3, Outlast, Amnesia Machine for Pigs, Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist, Cube World, Call of Duty Modern Warfare 2, Die Sims 3 Starter Set, Counter-Strike, blablabla, Offensive, bla 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 bla. Genau, insgesamt sind es 21 Spiele und ihr seht hier 1400 E-Dollar oder zum Beispiel, ja, wenn man jetzt da bei CSGO schaut, 350 E-Dollar oder Amnesia 550 oder Battlefield ebenfalls 550. Die E-Dollar verdient man sich ja über das Forum, über die Jobs und ja, das ist sozusagen eine Belohnung für das, dass man sich im Forum aktiv engagiert oder das hat halt einfach einen Ansporn, ist eine super Sache für jener. Weil man einfach dann sieht, ja, die Administratoren freuen sich dran, wenn da Leute in ihrem Forum engagiert mitmachen und es zeigt sich ja, da haben brutal ewig viele Beiträge und Themen offen, ja, steht das vielleicht unten, 1107 Themen und 13.017 Beiträge. Also 448 Beiträge pro Tag und das ist für ein so kleines Forum eigentlich richtig stark und das wird halt durch das E-Dollar-System, jetzt klicke ich das Ganze mal weg, durch das E-Dollar-System belohnt. Ja, schaut auf der Website nochmal vorbei, könnte euch gefallen, holt ein paar Spiele, ist gar nicht so schwer. Man kann sich einen Haufen Kohle sparen. Und was mich noch freuen würde, ich habe es heute eh schon in Minecraft gesagt, freuen würde mich, wenn es mich als, ich weiß jetzt nicht, wer das Ganze hört, beim Registrieren, ich kann mich mal abmelden, Fehlermeldung, registrieren, das Ganze akzeptieren nochmal. So, klick. Und wenn es mich da vielleicht einfügen würde, jetzt bei angeworben durch, da schreibt es einfach YouTube. Ja, normalerweise wird das Ganze angezeigt und dann der Loki 2. Loki 3. Würde mich auf alle Fälle sehr freuen, wenn es mal vorbeischaut. Euch wird es ebenfalls freuen. Am geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, also. Es wird euch
es könnt nur Vorteile draus ziehen. Egal jetzt. Und natürlich kann man auch per PayPal spenden, weil ja die Website oder das Forum noch nicht ganz so stark ist. Und dann könntet ihr die Administratoren unterstützen. Natürlich ist die ganze Sache legal. Das wird durch Werbung oder das Geld wird durch Werbung eingenommen. Deswegen brauchen sie viele Leute auf der Webseite. Und desto mehr Aufrufe, dass sie da auf der Webseite haben, desto mehr kriegen sie für eine Werbung, desto mehr Spiele können sie anbieten. Also es unterstützt euch in jedem Fall auf dieser Seite selber. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.